sicherheitshalber baue ich hier mal noch eine Straße zum Steinvorkommen. Damit der auch dahin findet, der Steinmetz, wenn er zu unfähig ist. Die müssen hier weiter im Gasthaus. Die sehen offenbar hier erstmal Priorität. Nein, weil du es zuerst gemacht hast. Du machst ja rein. Ich habe das zuerst gemacht und dann das. Wer ist das eigentlich? Ach so, der Bäcker. Der weiß nicht, was er auf dem Feld tun soll. Ich bin Bäcker, kein Bauer. Ich weiß gar nicht, braucht man noch einen Müller vorher, damit der das auch, der Bäcker überhaupt das damit anfangen kann mit dem Korn? Gibt's einen Müller? Das weiß ich halt nicht. Hier ist halt nicht alles da. Guck doch mal in der Schule einfach nach. Viehzüchter, Metzger, Bergmann, Schmelzer, Schmied, Rekrut. Nein, Müller gibt's keinen. Oder war da? Achso, das ist der Metzger, nicht der Müller. Ach, das ist Fischer, der Teil brauchen wir uns schon mal. Das ist doch schon mal gut. Und hier bauen sie auch den Weg jetzt zum Stein. Dass die Typen auch ihr Stein nicht selbst holen können aus dem Lagerhaus. Der ist ja wütend, dass er jetzt selbst Stein holen muss. Glaube ich. Ja. Hey, was soll ich hier? Ich brauche Stein. Da ist keiner. Ach, die bauen erst alle Wege. Und die Felder halt, weil das halt hier diese Sachen oben sind. Weinfeld und Ackerbau. Sollen sich auch nicht betrinken. Nee, mit einer prunkenden Armee brauche ich nicht. Obwohl im Ersten Weltkrieg war es doch irgendwie so, dass die Regierung tatsächlich irgendwie mit Alkohol dafür gesorgt hat, dass ihre Truppen besser kämpfen. Wo ich mich doch frage, im Ersten Weltkrieg, muss das auf dem Schlacht. Das stelle ich mir gerade so vor wie nach jedem Fußballspiel. So ungefähr sahen die Schlachten im Ersten Weltkrieg aus. Was ist das? Was ist das? Schmier. Der Steinbruch. Ach. Ist der fertig? Ja. Wie sieht's hier aus? Das haben die noch nicht mal angefangen. Ja. Steinmetz, ja, ich habe ein Haus. Und? Und jetzt habe ich eine Spitzhacke. Und geh da hinten. Der braucht. Ich hatte hier eine Straße, Gott, du läufst übers Feld. Was bist du für ein Schnösel? So, das ist nämlich wieder das Spiel richtig gespielt. Wenn ich einfach erstmal gucken, wie die Welt aussieht und dann alle angreifen und in einem Krieg enden, den man nicht gewinnen. Ja, sie benötigen Steine löschen. Zusätzlich zu Stein benötigen sie für den Bau von Häusern Holzbretter. Gut zu wissen, wo ist hier ein Wald? Ah, hier ist ein bisschen was. Haben wir einen Holzfäller? Holzfäller. Holzfällerhütte baue ich da. Zusätzlich zu einer Straße. Ja, der Fischer hat ein Haus. Man kann jetzt alle mit Fisch versorgen. Achso, das hätte wahrscheinlich nicht mal was gebracht, weil hier ja schon die Straße ist. Aber hier wird dann einfach weiter noch so ein kleiner Weg. Komm, der Ordnung halber. Damit sich der K wieder aufregen kann. Ich baue hier einfach sinnlos Straßen, damit es schöner aussieht. Denn ich bin sehr pingelig, wenn es um Schönheit hier geht im Spiel. Muss schon. Ach, der Fischer fischt da auch ganz schön. Oh. Ja. Da. Ich oh. Seh's. Es ist immer sehr schön, dass du die ganze Zeit hinterm Mikrofon hängst. Ach ja, ich. So. Jetzt häng ich ja 10 Kilometer weit weg vom Mikrofon. Na, dazu mach ich mal direkt so eine Animation, wie es aussieht. Mhm. Yay, und hier bearbeitet er den Stein gerade. Liefert dreimal Steine. Ich brauch Steine! In der Weide Stein! Ich hab meine alten Haare. Oh Gott! Ich bin der Foltermeister für den weißen Stein. Bist du's, alten Heim? Nein. So, wo kann ich hier eigentlich Weinfelder genau hinbauen? Achso, auch da, wo es grün ist.
baue ich hier noch so ein kleines Weinfeld hin, damit die Leute sich auch im Gasthaus betrinken können. Das macht nämlich unglaublich zufrieden, wenn die Leute sich betrinken können. Das ist so ein Phänomen. Wie siehst du das mit dem da aus? Wem? Nein, mit dem wahren Mann. Oder auch das lieber da, oder? Das Lagerhaus? Stein wird jetzt, glaube ich, wieder besorgt. Holz ist halt noch ein bisschen knapp gerade, aber ist ja im Werden. Habe ich eigentlich einen Holzfäller ausgebildet? Ich höre. Ja. Bauer? Ah ja, habe ich. Was haben wir hier noch? Schreiner. Gut, eine Schreinerei wäre sinnvoll, aber die können wir halt noch nicht bauen. Ja, zusätzlich zu Stein brauche ich einen Holzfäller, das weiß ich mittlerweile auch. Und die Typen bauen natürlich erstmal das Weinfeld. Man muss ja wissen, wo die Prioritäten liegen. Holz, das ist ja nicht so wichtig, aber wenn es um Wein geht. Also wahrscheinlich würde ich... Was machen die, rauchen? Ja. Denen fehlt, glaube ich, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was die brauchen. Ein Bauernhof kann ich immer... Ein Wachturm. Mensch, die Zeugen Jehovas lassen grüßen. So, da kommt mal ein Hauptlehrer. Zeugen Jehovas. Das ist ja mal wieder typisch. Erstmal kommt ihr hier mit einem fetten Weinfass an. Sobald es auch nur die Ankündigung eines Weinfeldes gibt. Ah, oh, der Fischer hat fertig gefischt. Ja, ja. Unser Militär steht weiterhin untätig hier in der Gegend rum. Den tun wahrscheinlich schon die Beine weh. Hier, Leute, geht doch mal ins Gasthaus. Ihr habt's verdient. Okay, ja, was? Die Briefe jetzt ist da, aber... Vorrätig, 3 Brote, 3 Würste, 4 Weinfässer und 5 Fisch. Vor allem den Fisch, den liefert der Fischer gleich im Eimer ab. Das hat so Priorität, das Haus. Hier liefert, der steht untätig vor seinem Haus rum und gibt an. Mit seinen Eimern, die er als Fisch verkauft. Das ist gar kein Fisch, der verkauft einfach die leeren Eimer und... Ah, geh mal rüber. Ja, jetzt ist es weiter. Den hat Holz gefehlt. Wofür braucht man Holz für ein Weinfeld? Die laufen hier alle über den Acker. Ich hab hier so einen schönen Weg gemacht. Ihr lauft über den Acker, ihr Banausen. Ich mag die. Zum Glück ist das nicht wie in Minecraft, dass man den Acker einfach platt trampelt, wenn man drüber läuft. Das wäre unschön. Ich weiß noch, früher, da muss man ja wirklich bei Minecraft über Acker sneaken, damit man sie nicht kaputt macht. Mittlerweile darf man nur nicht drauf springen. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt über Minecraft reden hier in diesem Spiel. Es ist wie... man kann bauen. Ja, das hier ist eher so ein Strategie-Rollenspiel und nicht wie Minecraft. Ich mag das so, welche Spiele. Ja. Wo ist ja auch zu Minecraft jetzt von Sego irgendwie diesen Pseudo-Konkurrenten Sego Worlds gibt, den Sego sich sogar holen wollte, hat er überlegt. Ich glaube auch nicht, dass daraus groß was wird. Weil es ist doch irgendwie schon, wenn ein Spiel von Anfang an mit Minecraft verglichen wird, dann kann es eigentlich nicht gut gehen. Hier, mach mal mir! Der Holzfäller braucht sein Haus, sonst kriegt ihr kein Holz mehr! Hier aus dem Wald. Aber Wein, das ist, geht vor. Ihr solltet doch meinen, dass ich langsam mal... Ja. Was hat denn der für ein Haus mit Moosdach? Ja, der geht jetzt jedenfalls nach Hause. Ja, dann kriegen wir jetzt auch Holz geliefert. Mal sehen, was gibt's denn noch für Berufe, die wir hier erlernen müssen? Berg... Also. Wir haben Gehilfen. Okay, da haben wir erstmal genug Bauarbeiter auch. Steinmetz haben wir. Holzfäller haben wir. Schreiner haben wir mehr oder weniger. Also wir haben noch keine Schreinerei. Ein Bauer haben wir. Ein Fischer haben wir. Ein Bäcker haben wir. Ja.
ach so, Bäcker und Müller ist der. Das erklärt aber natürlich einiges. Wo? Ich hab noch kein Haus. Hier können wir ein Sägewerk jetzt immerhin schon mal bauen. Es geht alles sehr linear zu. Der Bäcker hat doch noch gar kein Haus. Ja, das konnten wir bisher ja auch noch nicht bauen. So, haben wir eins eigentlich von was? Von was? Wie viel? Wo ist Brot? 90 Brot. Oder wir haben ja den Fischer, der füttert die Leute tot mit Fisch. Es ist halt eine sehr strenge Diät, die hier machen müssen. Es geht leider gerade nicht anders. Ja, Holz, fäll mal den Baum da weg. Ihr Befehl? Die haben alle Hunger. Ja, dann geht. Da können sie nicht hingehen. Alter, wenn ihr Hunger habt, geht hier gefälligst ins Gasthaus. Ist nicht so, dass ich das verbieten würde. Truppe mit Nahrung versorgen. Essen fassen? Der Sprecher von dem ist genial. Ich höre. Essen fassen? Ich mag die, echt, ich mag die. Alter, die ganze Armee geht auf einmal ins Gasthaus. Das kann nur katastrophal enden. Wir bauen hier das Sägewerk auf. Nein, die Truppen essen noch gar nichts. Die müssen jetzt beliefert werden, aber wir brauchen, glaube ich, mehr Lieferanten. Truppen gehen nach. Ich baue ein paar Gehilfen. Genau, Truppen gehen nach, nicht vor. Wow, Update 19 von 19 bei DK gerade. Hier. Die Truppe ist sehr hungrig, sie sollte bald Nahrung bekommen. Geh zu! Essen fassen! Hier, der liefert die gerade mit Nahrung. Ich höre. Essen fassen! Essen fassen! Ich kann an Asterix. Ja, der klingt wirklich so wie Asterix. Ich glaube, das ist die Originalstimme. Asterix hat gar keine Originalstimme, glaube ich. Der hatte bestimmt schon 10 Synchronsprecher mittlerweile. Also, mit Obelix ist das so extrem. Die kriegen Alkohol. Naja, man muss halt. Also zumindest mit, wollte ich gerade sagen, mit Obelix ist das so. Der hat, glaube ich, in jedem zweiten Film einen anderen Synchronsprecher gehabt. Ist aber wirklich so. Also in den Zeichentrickfilmen zumindest. Bei den Realfilmen weiß ich nicht, die habe ich nie gesehen. Die sollen aber auch sowieso nicht so gut sein, insofern. Ja, nun müssen wir. Errichtet doch mal hier ein Sägewerk. Ihr Befehl. Truppe, ich fasse Ihr Befehl. Essen fassen. So, die kriegen jetzt aber nicht mehr. Jeder kriegt von denen ein eigenes Weinfass. Ich kann weiterhin keine Bäckerei bauen. Alles, was die Leute kriegen, ist Fisch. Es gibt nur noch Wein und Fisch. Das ist sehr gesund. Es wird den Leuten zumindest nicht an Vitamin D mangeln. Bei dem ganzen Lebertran, den wir hier eingeflößt kriegen. Aber mehr brauchen wir nicht, oder? Ich glaube, es ist relativ egal, was... Was? Hausreparatur ein, ausschalten. Die Hausreparatur sollte doch ein sein. Bereit! Essen fassen! Ich höre. Formieren! Essen fassen! Schreier? Der Fischer hat Hunger! Was ist da los? Der Typ fängt praktisch nur Essen! Ich höre. Truppe, Eschen fassen! Die haben nur noch Hunger, hab ich das Gefühl. Hier, wieso baut denn keiner? Wir brauchen Holz, damit wir einen
Bauernhof haben, damit der hier auch Essen anbauen kann. Da muss ich die Truppen kurz mal hungern lassen. Wenn die beliefert wurden. Ein Teil von denen hat ja auch keinen Hunger mehr.